Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Super Farming Boy. Wir spielen heute die Demo und ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, weil, na, dazu kommen wir später noch. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das Spiel doch sehr viel mehr Spaß macht, als ich anfangs zu hoffen gewagt hatte. Viel Spaß mit dem Video. Hey, 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 wach auf, super. Nö. Komm schon. Nutzpflanzen wachsen nicht von alleine. Denk an unsere Mission. Noch 5 Minuten, Mama. Mama ist da, mein Schatz. Los geht's. Der Tag beginnt. Noch 10 Minuten, bitte. Super, wach jetzt auf. Zwing mich nicht dazu. Wozu denn? Oh nein. Wie ich das hasse. Ja, wir sind im Spiel, aber ich guck mal eben, ob ich die Musik ein bisschen leiser drehen kann. Einen Moment. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, dass es keine Probleme wegen lizenzrechtlichen Dingen gibt. Aber da das jetzt eine Demo ist, ja, probieren wir das jetzt einfach mal. Irgendwie kommt hier gerade alles rein. Das ist super, alle arbeiten von alleine. Dann bleibe ich mal eine halbe Stunde so stehen und mach dann gar nichts. Ziehe ihn umher, um zu fliegen. Wie soll ich ihn denn ziehen? Ich finde meinen Mauszeiger gerade gar nicht mehr. Der ist weggeschwört. Der ist in jedem Bildschirm, aber zum Fliegen Z gedrückt halten. Z gedrückt halten. Nee, Shift gedrückt halten. Wieso stand da Z gedrückt halten? Ist das einer dieser legendären Bugs hier, von denen die gesprochen haben? Aber ich kann ihn nicht bewegen. Oh. Was ist das? Ich kann ihn trotzdem nicht bewegen. Also mit den normalen Lauftasten geht es nicht. Oh. Jetzt ist meine Maus gerade komplett rausgesprungen. Ach du Schande. Mit der rechten. Okay, wie soll ich das denn machen? Moment. Also ich kann die Maus anscheinend gar nicht benutzen. Ich kann nur mit den. Damit war fliegen. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann nur fliegen im Moment. Okay. So, Moment, Moment, Moment. Ach so, ernten ist mit Z. Aber er will nicht ernten. Okay. Englische Tastatur. Ah, okay. Es ist kein Z, es ist Y. Auch wenn Z draufsteht. Was ist das hier die ganze Zeit? Hilfe! Okay, wir sind anscheinend in irgendeinem Superland. Keine Ahnung. So, da sind Sachen bei, die ich nicht ernten kann, die ich dann nur gießen kann. Okay. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was ich jetzt hier eigentlich mache, aber es ist eine Demo. Also ich gehe davon aus, im normalen Spiel wird dann auch noch eine Story dabei sein und dann wird auch einiges erklärt. Hoppala, was ist jetzt los? Hehe, anscheinend magst du glänzende Goldstücke, oder Junge? Ich bin Corpo und suche immer nach tollen Geschäftsmöglichkeiten. Du siehst aus wie jemand, der etwas vom Geschäft versteht. Nicht wahr? Schau dir das mal an. Du scheinst schöne Nutzpflanzen zu haben. Da berechne ich gleich mal Steuern. Und zwar in Höhe von 100%. Nein! Was machst du da? Meine Nutzpflanzen! Sei ruhig, Junge. Schauen wir mal, was du so hast. Wieso ist eigentlich bei Corpo hier Copyright-Zeichen und alles drin? Nein! Meine Kräfte!
Deine Kräfte kannst du mit dem Buchstaben wiederholen, oder? Du wirst sie eh nicht mehr brauchen. Bei mir sind sie besser aufgehoben. Oh, oh. Oder auch nicht. Was machst du? Es reicht. Gib unsere Sachen zurück. Hä, ich denke, Mama ist das Haus. Ach, muss deine Mama dich etwa verteidigen, kleiner Junge? Lass mich mal ran. Der arme Stern. Nein! Hör zu, du scheinst anständig zu sein. Willst du mehr davon? Du kannst für mich arbeiten. Baue weiter diese Nutzpflanzen an, denn ich komme wieder. Oh, Mama? Z drücken, um zu säubern. Ja, das ist jetzt wieder Y. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass man das Spiel wohl besser spielen kann, wenn man es tatsächlich mit einem Controller spielt. Das heißt, ich stelle das mal eben auf Controller um. Ich glaube, das musste man... Nee, das kann man einfach machen, indem man eine Taste drückt. Okay. Also, links drücken, um zu säubern. Okay, wir müssen ganz viel säubern. Ih, das geht alles bei ihm in den... Hallöchen! Was warst du denn? Hä? Mein Feld lebt, oder was? Ja, hallo? Haha, ich hab dich! Verwenden, um es aufzunehmen und dann auf ein anderes Feld zu setzen. Pflanzen links. Zack. Okay. Aber die gehen auch von selber rüber. Also eigentlich brauche ich das ja nicht zu machen, oder? Ist hier auch einer drin? Nicht abhauen. Brauchst auch nicht böse sein. Ich bringe dich auf die andere Seite. Da geht's dir bald wieder gut. Cool. Das ist Chinesisch, glaube ich, oder? Nee, das ist kein Chinesisch. Was ist denn das? Okay, ich bin vor Müdigkeit umgefallen oder einfach vor Schreck. Keine Ahnung. Mama, bist du das? Super. Ich. Was haben wir denn hier, hä? Sorry, wegen dieser feindlichen Übernahme. Du weißt ja, dass die Welt grausam ist, oder? In dieser Welt kann alles erobert werden und alles ist käuflich. Sogar deine Mutter. Glückwunsch, Super. Du gehörst jetzt zur Corpo All Green Farm Inc. Oh Gott, Inc. ist immer ein schlechtes Zeichen. Und du bist alles in allem. Alleiniger Eigentümer, Manager und Bauer. Glückwunsch. Schauen wir mal, was du so für mich hast. Der hat Stein in seinem Bett, oder was, hä? Rettungssteuer. 19 Dollar. Das sind wirklich Steine, die er so... Ach so, das sind die, die ich eben eingesammelt... Also nicht eingesammelt, aber gesäubert habe, oder? Gut gemacht, du Loser. Bitte sehr. Immer schön weiter so, okay? Jetzt willst du das Geld bestimmt gerne investieren. Hier sind noch ein paar Optionen für dich. Okay. Woher weiß ich denn was? Achso, das steht da unten. Fliege über die Karte, um schneller voranzukommen. Ey, das sind doch meine Kräfte. Du Sau. Ja, vor allen Dingen kann ich mir nichts davon leisten. Wasserkanister bewässert deine Nutzpflanzen, damit sie schön wachsen. Und noch teurer, bereite den Boden vor zum Pflanzen und Ernten von Samen. Ja, ich will das gerne kaufen. Ich habe nur kein Geld. Ist das okay? Anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir beenden. Wow, das war krass. Ich mache mich besser an die Arbeit, um Mama zu befreien. Warum ist das F immer groß geschrieben?
Ist euch das schon aufgefallen? Das, auch so mitten im Satz war das auch immer groß geschrieben. Ich komme ja gar nicht raus, ich wollte gerade sagen. Was ist denn mit euch eigentlich nicht in Ordnung hier? Brauchst du dich nicht zu verstecken? So, ab mit dir. Nee, nee, komm her. Schön rein. So. Da kriegen wir Geld für anscheinend. Ach so, das können wir gar nicht. Das, ach so, bewässern kann ich gar nicht, ne? Jetzt wurde das... Ah. Hä? Kann man den nicht machen? Oder ist das, weil der... weil der... Nee, hier, der liegt auch nicht auf dem Feld. Warum kann ich nicht bewässern? Ich meine, warum ist mir schon klar eigentlich, aber... Schmeißen wir mal hier rein. So. Du brauchst gar nicht so zu tun. Oh. Du setzt dich da rein. So. Ja, ich weiß, dass ihr alle Wasser braucht, aber wo soll ich Wasser hernehmen, wenn ich keins habe? Ich weiß ja nicht, ob das nur wegen der Demo ist, aber mir wird jetzt auch nicht erklärt, wie ich das... Also ich hätte jetzt eine Karte natürlich kaufen können, das ist klar. Aber das konnte ich natürlich nicht machen. Kann man das einsammeln? Oh ja. Das konnte ich natürlich nicht machen, weil ich ja nicht genug Geld hatte. Moment, kann ich hier irgendwas machen? Ah, Imbisswagen. Hey Kleiner, hier kann man mit leeren Magen nicht viel machen. Wenn der Hunger kommt, gibt es nichts Besseres als meinen Foodtruck-Essen. Komm im Nordwesten deiner Farm vorbei. Bis dann, Chef. Ah, Foodtruck, das war auch so eine Simulation. Den wollte ich auch schon die ganze Zeit machen. Ich habe es bisher immer vergessen. Bestätigen darf ich nicht. Ich gehe da mal raus. So, dann der andere. Hallo, super. Totus Garten. Ich habe neue Samen zum Verkauf. Falls du sie dir ansehen möchtest, komm in meinen Laden im Nordosten deiner Farm. Ja, ich habe aber kein Geld. Ich habe eine kleine Karte erstellt. Dein Freund Toto. Woher kenne ich Toto? Das hat aber nichts mit fünf Freunden oder so zu tun, ne? Aber irgendwie so ein Film oder so eine Serie, glaube ich. Rettungsteam, sehr geehrter Kunde. Kunde vom Rettungsteam, hallo? Ach, das ist... Nee, das sind andere. Okay, das ist wieder Corpo. Corpo habe ich jetzt keine gute Erinnerung mit. Wir haben dich gestern bewusstlos auf deiner Farm gefunden. Nimm es nächstes Mal leicht und achte darauf, am Leben zu bleiben. Okay, wir haben dir eine Rechnung für die Unannehmlichkeiten geschickt. Das Rettungsteam. Eine Rechnung für die Unannehmlichkeiten. Alter, habt ihr das verstanden mit dem Service und Rechnung? Und was geht denn hier ab? Aber gut, Corpo, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich habe das jetzt schon schlecht in... Ja... Kann ich das auch wegmachen eigentlich? Nee. Kann ich nur was rausholen, sag ich mal, wenn sich da einer drin versteckt. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Geld und kein gar nichts. Ich kann ihn nicht bewässern. Was kann ich denn da machen? Er denkt jetzt an Pfannkuchen, so wie es aussieht. Ich denke mal, er hat immer weniger... Ja, ja. Ja, was soll ich... Ach so, rechts unten ist die Stamina. Ah, ja, jetzt habe ich den Balken gesehen. Sehr schön. Und ich kipp wieder um. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann mir ja nichts leisten. Schauen wir mal, was du so für mich hast. Und ich hatte noch gehofft, dass das ein Traum ist. Okay, aber immerhin haben wir jetzt 141. Wie teuer wird die Steuer? 50. Fliegen könnten wir machen, aber eigentlich brauchen wir den Wasserkanister. Also nehmen wir erstmal den Wasserkanister. Ja, auf jeden Fall. Hacke wird auch noch wichtig sein. Aber die ist halt zu teuer. Da können wir noch nichts mehr machen. Fliegen. Über die Karte, um schneller voranzukommen. Ja, aber ich glaube, dafür brauche ich ja links diese Blitzpunkte, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt da das Geld ausgeben, ich glaube, ich spare lieber für die Hacke, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse es erstmal so. Okay. Ich kann aber nicht gießen. Ach so, das ist, weil... Ach, weil es gerade regnet, ne? Oh, ich kriege ja mal wieder gar nichts mit hier. Okay.
Nein, du sollst es einsammeln. So. Wir brauchen Geld. Sammel den ganzen Müll hier ein. Hallo. Den ganzen Müll einsammeln. So. Ich weiß nicht warum, aber er gibt uns ja Geld dafür. Dass wir den Müll beseitigen. So, dann würde ich auch gerne mal kurzfristig in die Stadt gehen. Oh, Moment, können wir das ernten? Sehr schön. Achso, da ist wieder eine neue hingesetzt worden. Passiert das jetzt immer, wenn ich ernte? Also jetzt gerade die Demo ist für mich jetzt ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen, weil halt keine Erklärung zum Spiel dabei ist. Aber es kann natürlich auch sein, es gibt ja auch Spiele, wo man einfach reingeworfen wird und sich der Rest eigentlich von selber ergeben sollte. Wieso wachsen die jetzt schon wieder? Hä? Hab ich irgendwas verpasst hier? Ach, jetzt hätte ich dadurch Kraft bekommen zum Fliegen? Kann das sein? Da ist schon wieder was. Und hier unten schon wieder. Hat das jetzt mit dem Regen zu tun? Weil die ganze Zeit eben habe ich sowas nicht gehabt. Na, jetzt hat er natürlich keine Stamina mehr, wenn ich einfach stehen bleibe und nichts tue. Na, dann passiert natürlich auch nichts. Hm. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich noch Geld mache vorher. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, wie viel ich bekomme für Essen. Und bumm, ich kipp wieder um. Nee? Oder habe ich jetzt was gegessen von dem, was ich hier eingesammelt habe? Kann das sein? Also ich muss noch ein bisschen frickeln und gucken, was jetzt wirklich... Weil jetzt ist der Brot anscheinend. Und jetzt ist Nacht, oder wie? Okay, die kann man auch wegtun. Hm. Oder er ist zwischendurch einfach nochmal, weil er noch genug Power hatte. Ich habe wirklich keine Ahnung. Schauen wir mal, was du so für mich hast. Also mein Essen klaut er auf jeden Fall auch. Ach so, ich dachte gerade, ich habe jetzt nur einen Dollar bekommen. Das ist noch nicht dazu gerechnet worden. Oh mein Gott, okay. Wir haben die 450 jetzt, oder? Moment, was ist überprüfen? Zeigt wertvolle Infos über Nutzpflanzenkombos an. Bereite den Boden vor, um Pflanzen und Samen zum Pflanzen und Entfernen von Samen. Ich denke, dass das wichtig ist, aber ich nehme das jetzt mal. So. Das andere kann ich zur Not auch später noch kaufen. Das sind ja nur 10 noch mehr, die ich dann brauche. Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall viele... Achso, wir haben auch schon wieder Post hier. Howdy, buddy! Achso, das ist noch nicht übersetzt. Schade. Feeling on bit low on energy. Ja, warte mal. Das ist doch das Gleiche, was ich vorhin hatte, nur auf Englisch jetzt, oder nicht? Rettungsteam hatten wir auch schon. Totos Garten. Hast du mal versucht, Kombos mit deinen Ernten zu machen? Ja, habe ich. Gerade gemacht, aus Versehen sozusagen. Pflanze eine Reihe Mais nebeneinander und sieh, was passiert. Es wird cool sein. Okay. Ja, dann müssen wir das wohl in Zukunft immer machen am besten. Wir haben dich gestern bewusstlos gefunden. Das ist halt, achso, das sind die offenen hier. Ja, aber im Prinzip das eine war halt das Gleiche, ne? Aber ich finde jetzt hier sonst auch keinen Mais. Ich kann den halt nur ernten. Und gießen. Gießen kann ich den jetzt auch wieder. Aber ich habe hier nichts, was ich jetzt sammeln könnte und dann woanders hinstellen könnte. Ne? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich müsste eigentlich mal gucken. Steht doch in der Übersicht, glaube ich, drin, was von den Sachen jetzt am teuersten ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Muscheln hier teuer sind. Jetzt geht natürlich alles runter. Ich will nur halt nebenbei auch wirklich den Müll loswerden.
Hallo? Das kann ich nicht. Okay. Boah, das geht so schnell runter. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überhaupt die Samen herkriege. Wahrscheinlich. Ja doch, der eine hatte, glaube ich, geschrieben, dass ich im Geschäft Samen kaufen kann. Ne? Dafür habe ich jetzt natürlich zu wenig. Also zu wenig Geld. So, machen wir mal hier die Kombi nochmal. Ja, du sollst die Kombi nach links machen. Er macht die Kombi gar nicht mehr. Hä? Geht das nur, wenn es regnet? Ja, ich weiß, du hast keine Ausdauer mehr. Aber was soll ich machen? Ich kann mir vielleicht Essen kaufen, aber ich kann halt kein Essen... Ich guck mal eben hier oben rein. Links, das sieht mir so böse nach Corporation aus. Hallöchen, kann ich mit dir reden? Hey, wie läuft es auf der Farm? Das war jetzt nicht. Aber man kann es nicht mehr. Der hieß Kurt Kurgain oder was? Sind das alles Aliens hier? Toto, ich habe die besten Produkte der Saison. Komm und sieh sie dir an. Ah, das kostet 50, ne, wenn ich das richtig sehe. Genau. Aubergine. Ja, die sind zu teuer. Die sind eindeutig zu teuer. Tageslicht. Achso, das ist das Gleiche, nur... Ja, ja. Nee, also tut mir leid, Kleiner, aber so kann man so nicht rein. Was habe ich jetzt? Was ist das denn? Hä? Dich nehme ich mal schnell mit. Noch habe ich ja ein bisschen Ausdauer. Kann ich hier rumlaufen? Kann die jetzt einfach hier irgendwo... Oder ist der aber abgehauen vorher? Komm mal mit, du kleiner Räudiger. Ach, komm schon. So, dahin. Zack. Gießen werde ich dich auch noch. Hä, jetzt auf einmal macht der... Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wieso macht der jetzt die Kombi und vorher hat er die nicht gemacht? Ja, dich muss ich jetzt nicht nochmal... Der sagt ja immer das Gleiche. So, was haben wir denn da? 14 Mais. Das heißt 10 pro Mais. Wow, 4 Austern. Das heißt, also die blauen Austern zumindest. Also die kleineren, die geben am meisten auf jeden Fall. Obwohl. Ja, doch, doch, doch. Die geben auf jeden Fall am meisten. Die anderen Austern sind auch ziemlich cool. Steine bringen nicht ganz so viel. Also die Austern sind auf jeden Fall am besten. Erst die Austern. Ja, dann eigentlich die Steine, ne? Der Mais bringt jetzt nicht so viel eigentlich. Aber gut. 451. Ausdauer. Oh ja, das hört sich gut an. Oh, natürlich 800. Erhöht dauerhaft deinen Energiepegel und kann aufgerüstet werden. Ich würde gerne darauf sparen, ehrlich gesagt. Weil Ausdauer ist genau das, was bei mir immer ausgeht. Vielleicht heißt es ja deswegen Ausdauer. Okay, wir haben hier unten noch eine wundervolle Muschel. Wir brauchen ja Geld. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall jetzt als erstes nachgucken, immer nach den Muscheln. Okay, was haben wir denn hier noch? Rettungsteam, ja, ihr könnt mich doch mal. Zahlt eure eigenen Rechnungen. So, ja, mache ich sofort. Lass mich doch erstmal hier die... Habe ich jetzt die ganze Zeit Muscheln oder Austern gesagt? Es sind natürlich Muscheln. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich gesagt habe. Aber das da oben? Nee. Das war nur auf ersten Blick. Ich wollte gerade schon sagen, das ist doch auch chinesisch. Aber das war natürlich keins. Das war nur die Schriftart gerade. Weil ich dann so hin und her gelaufen bin, dann sah das ein bisschen anders aus. So. In der Hoffnung, dass die immer wieder kommen... Habe ich jetzt hoffentlich einen guten Batzen Geld gemacht. Ja, und wieder macht das nicht. Er hat sich jetzt automatisch nach oben gedreht beim Abernten. Und dann macht das nicht. Und hier auch wieder nicht. Komisch. Ich weiß nicht, wann er das macht und wann nicht. Ich denke, wenn er unten
links diese Sterne aufgefüllt hat. Aber wie er die Sterne auffüllt, ich habe keine Ahnung. Das passiert nicht, indem man Müll aufsammelt. Das passiert nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, die bringen zwischendurch auch mal Geld. Das ist gut. Den kann ich wieder nicht nehmen. Also ich weiß immer noch nicht so genau, welche Steine ich nun nehmen kann und welche nicht. Die kleinen kann ich nehmen, das ist klar. Das kann ich auch nicht wegmachen. Ja, ich weiß, dass du wieder Hunger hast. Können wir leider nichts für und nichts gegen machen. Ich denke mal, da kann man generell nichts gegen machen. Oder vielleicht kann man später mal eine Karte kaufen, wodurch das Ganze eben besser wird. Ich habe absolut keine Ahnung. So, was haben wir denn? 439. Wir haben viele von den blauen Austern gefunden. Sehr, sehr geil. Wobei hier jetzt der Mais... Ja gut, weil der Mais ein bisschen mehr ist halt, ne? 6 Steine, 6 Mais. Die haben den gleichen Preis. Das reimt sich. Okay. Ich will immer noch die Ausdauer. Das war genau 800. Okay, dann nehmt... Nein! Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe links gedrückt statt unten. Aber ich kann es trotzdem kaufen. Na gut. Sehr schön. Die nächsten sind 10.000. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, so viel Geld habe ich nicht. So, dann machen wir jetzt erst wieder die Muscheln. Ich werde das haben. Ich habe übrigens anscheinend die Musik jetzt irgendwie so leise gestellt, dass ich die selber gar nicht mehr höre, trotz Kopfhörer. Aber ich hatte sie ein bisschen an. Also, ja. Ihr habt sie am Anfang, glaube ich, ein bisschen gehört mit der Musik. Das ist so ein bisschen, ja, Gameboy-artig. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Von der Musik her. Ist aber ganz nett gemacht. Passt auf jeden Fall so zum Stil. Hier so der optische Stil ist ja ganz eindeutig so ein bisschen Cult of the Lamb. Das habe ich ja auch schon mal angespielt. Das ist ja eigentlich auch recht cool. Also von der Art, was man alles machen kann und so. Nur dieses Hack and Slash ist so, da ist halt nichts dahinter, was irgendwie Story bietet oder so. Also da wird ein bisschen was gesagt, aber es wird halt jetzt keine richtige Story damit reingebracht. Und deswegen habe ich das dann auch nicht komplett durchgespielt. Oh, wieso habe ich jetzt am helllichten Tag hier eine Nachricht bekommen? Imbisswagen. Wusstest du, dass du eine Menge Essen kaufen kannst und es wird nicht schlecht? Meine Gerichte verderben nie. Du kannst mehr kaufen und es wird dir für mehrere Tage halten. Das ist schön. Totos Garten. Ich habe gestern diesen seltsamen Edelstein gefunden. Es heißt, er erscheint nach dem Anliegen sehr langer Kombos. Hast du es versucht? Versuche viele Tomaten in einer vertikalen Linie zu pflanzen. Ich habe keine Tomaten. Ich werde sie wahrscheinlich nie kriegen, weil ich für die Ausdauer spare. Ja, scheiß auf das Rettungsteam. Hat YouTube jetzt nicht gehört. Ach, Moment. Es ist wieder am Regnen. Können wir jetzt wieder Kombis machen? Ja, wenn es regnet, können wir Kombos machen. Ich weiß nicht, warum. Was ist mit euch hier? Oh. Okay. Warum? Weil die nicht bewässert worden sind, oder was? Ich habe die, ehrlich gesagt, unterwegs eben jetzt nicht mehr bewässert. Was ist jetzt los? Hilfe! Disco-Fieber! Ich habe keine Ahnung. Achso, ich kann mich bewegen. Ja, was war das jetzt? Die tanzen alle. Wie geil. Hier kann ich nichts machen.
Ich habe keine Ahnung, aber das war jetzt irgendein besonderer Modus. Ich habe zuerst gedacht, jetzt ist irgendwie die Demo zu Ende oder so. Hallöchen. Keine Ahnung, was du bist, aber ich pflanze dich mal an. Moment, ich komme ja gar nicht durch. Ach, dafür brauchen wir dann auch die... Naja, ich verstehe, dafür brauchen dann auch die Hacke. Ich würde sagen, dass wir dann erstmal die Hacke tatsächlich holen, weil, wie man ja sieht, die ganzen Felder gehen nach und nach weg. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Da sind noch Steine. Die sind jetzt noch nicht wiedergekommen. Normalerweise wären die doch schon längst wiedergekommen, oder nicht? Ja, die kommen nicht wieder. Das heißt, ich habe im Moment eigentlich gerade nichts zu tun. Das ist schlecht. Der ist am Wachsen. Nee, ins Bett lege ich mich nicht, sonst kommt der Idiot schon wieder. Oh, Moment, was steht da jetzt mit 3 Minuten 45? Warum? Ah, was ist mit dir? Worum geht's denn da mit 3 Minuten 45? Bis ich wieder die Blitze bekomme, oder was? Moment, ich gehe mal eben hier. Salz und Pfeffer. Ach, ist das dieser eine Typ? Imbisswagen, genau. Heute geschlossen. Du kannst mich mal. Was haben wir denn hier? Moment. Ich nehme mit. Also, man kann wirklich ganz offensichtlich aus seiner Umgebung hier, die Viecher hier, was auch immer das ist. Sieht so ein bisschen wie eine Aubergine aus von der Farbe her, aber ich habe keine Ahnung. Was ist das denn hier? Oh, ich glaube, es war nichts Gutes. Hä? Die Austern sind ganz oben. Die Aubergine hat 35. Ja, gut, okay. Jetzt hätte ich die 1000. Ach, ermöglicht das Abholzen. Oh, jetzt hätte ich auch dafür noch das Geld. Ach so, die 1000 von der Ausdauer ist gar nicht mehr drin. Also die Ausdauer ist nicht mehr drin. Da kann ich hier... Ich kann zur Seite gehen. Ah... Was ist das denn? Sammelt Münzen auf deiner Farm und liebt glänzende Dinge. Das ist doch schön. Eine Sichel. Das sind aber alle viel zu teuer hier, die Sachen. Bewässert deine Nutzpflanzen, freut sich immer, dich zu sehen. Das ist doch schön. Ein Wasserhund. Ach, wie geil. Oh, hätte ich dafür jetzt... das ist ja cool. Wie, die Hacke ist nicht auf Lager. Die wollte ich aber haben. Achso, das war 10.000. Ja gut, nehmen wir jetzt die Axt. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich die Hacke haben, aber... Oder Hake, nicht Hacke, oder? Ich weiß nicht, wie sie es hier nennen. Manchmal nennen sie es so, manchmal so. So. Links. Ja, ja, das ist ja das gleiche System wie hier. Fünf, sechs. Sechsmal war ich jetzt da dran. Okay. Nimmt uns aber eine Menge Ausdauer ab, nehme ich mal an. Kann das weggehen? Das ist gerade so komisch weiß geworden. Ah, Moment. Hey Dummkopf, ich kann nicht glauben, dass du noch keinen deiner Freunde gerettet hast. Was für ein Freund bist du? Ernsthaft, du machst dich lächerlich. Ja, wie soll ich den retten? Oh, freikaufen kann ich dir ja nicht. Tutus Garten, wenn du kein Werkzeug wie einen Hammer hast, versuche Kombos zu benutzen, um einen Felsen zu brechen. Ach so. Pflanze Mais links neben einem Felsen und schau, was passiert. Aha. Ja, und sie haben mich wieder abgeholt. Die Herren mit den weißen Kitteln. Nee, das war was anderes. Okay, hier unten sind keine Muscheln. Mhm.
Haben jetzt aber nicht mehr so viele Muscheln hier, ne? Da ist noch eine. Entschuldigung. So, das Problem ist, wenn das jetzt auch zu knapp wird vom Feld her. Tja. Nee, die waren aber von Anfang an weiß, sehe ich gerade. Also das war jetzt nicht, weil die dann irgendwie kurz vorm Weggehen sind oder so. Ja, stimmt. Jetzt habe ich auch Kombis gemacht. Wieso habe ich jetzt Kombis gemacht? Also eine Kombi habe ich gemacht. Okay. Und ich wundere mich, wie lange die Demo eigentlich schon geht, weil eigentlich so vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, dass wir das meiste eigentlich jetzt schon kennengelernt haben müssten, oder? Ich meine, wir können doch jetzt nicht jede Karte hier kaufen und dann ist die Demo irgendwann zu Ende. Dann brauche ich ja kein Originalspiel mehr, das meine ich jetzt damit. Oder müssen wir irgendwas Besonderes machen? Und vorher ist die Demo nicht zu Ende. Was dann wiederum heißen würde, man könnte das ja ewig spielen, wenn man dieses eine Spezielle nicht macht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nur so ein bisschen am Spekulieren. Ey, was ist jetzt los? Ach, dieser komische Modus wieder. Oh, lauf, komm. Ja, das war's. Okay. Ah, mit dem Anvisieren ist das mal ein bisschen... Aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das Ganze mit dem Controller zu spielen. Das ist wesentlich angenehmer. Weil wenn man Y drücken muss für... ja, für alles im Endeffekt, also um was zu benutzen und so weiter. Ja, da verkrampfen sich die Hände doch ganz schön. Und Shift für, was waren das, für Fliegen, glaube ich. Das ist auch nicht so das Wahre. Ist das jetzt von der Nacht oder warum ist das jetzt noch dunkler geworden? Oh. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber was mache ich mit denen? Wenn ich da reinlaufe, bin ich tot. Und was machen die auf meinem... Die gehen auf meine Pflanzen, oder? Nee, der geht da einfach drüber. Ich bin mir nicht so sicher, was die machen. Also die gehen nicht direkt auf mich. Also die greifen mich nicht an. Die laufen mir oder die schweben mir einfach so durch. Problem ist, ich kann halt nichts machen. Also ich kann natürlich weiter ernten und so. Die machen scheinbar auch nicht meine Ernte kaputt, was ich sehr positiv finde. Oder vielleicht schädigen die der Ernte so im keine Ahnung, passiv, das weiß ich jetzt nicht. Da komme ich ja dran vorbei, ja. Sieht aber eher so aus. Was flackert denn hier? Ja, was hat da gerade so geflackert? Warning. Warning wovor? Ei, ei. Sorry, this feature... sorry, dieses Feature gibt es nur in der Vollversion des Spiels. Ich habe Geld. Ja... Das kannst du dir leider nicht leisten. Schade. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann man da irgendwas bezahlen oder so. Keine Ahnung. Sah aber nett aus. Ja, so voll am Nicken. Ich habe Geld, ich habe Geld. Nimm das. Und ich kann weitermachen. Juhu, so in der Art. Also bisher muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr süß.
Ich habe allerdings... Achso, ich muss dich ja noch einpflanzen. Moment. Ist hier überhaupt noch irgendwas Leeres? Nee, ne? Ha. Ich habe hier gar nichts, wo ich dich hinstellen kann. Das ist ja doof. Bleib einfach mal da stehen. Passiert schon nichts. Vielleicht kann ich ja in der nächsten Runde die Hake holen. Ja, ist ja gut. Gib mir nur noch das Holz. Och, jetzt komme ich da nicht hin. Mhm. Haben wir noch irgendwas, wodurch wir das letzte bisschen Ausdauer noch verschleudern können? Ach, guck mal, da ist noch einer. Kriege ich dich, obwohl ich so langsam bin? Na? Perfekt. Das Problem ist nur, dass der jetzt wahrscheinlich auch noch oben läuft. Ich weiß ja nicht, wie die programmiert sind. Die können anscheinend immer nur ein Feld gehen. Die sind auf jeden Fall gedingst hier, bewässert. Na? Gebe ich immer noch nicht um? Chinesisches Essen will er. Okay, warum nicht? Ist ja auch lecker. Na komm, gib sie jetzt um. Immer noch nicht. Alter, wo kommt die Tomate da oben her? Und ich habe kein Feld. So, wir haben etwas über 1000 jetzt wieder. Fliegen, überprüfen, Hammer, Spitzhacke, Sichel, Ausdauer, Axt. Warte mal, oder habe ich die... Ach, die habe ich doch gekauft, oder? Drücke zunächst R2 und dann links. Ach, ich bin so selten dämlich. Ich habe das echt vergessen. Die war so teuer. Das war 10.000, ne? Ach so, das sind die großen Steine. Genau. Dann spare ich, glaube ich, auf die großen Steine. Moment, wir probieren das Ganze jetzt mal. So, hier, R2. Ach, das ist das. Ach, sag mir doch einer, dass das die Hacke war. Okay. Okay, jetzt habe ich eine viel größere Chance, das Ganze jetzt zu überleben. Oder zu schaffen, oder wie auch immer. Okay. Aber wo ist jetzt diese Tomate? Ne, es war keine Tomate. Es sei denn, wir haben eine lila eine Tomate hier. Wieso kommen eigentlich immer wieder neue Steine hier hin? Werden die irgendwie übers Wasser angeschwemmt oder was? Ich mag ja diese Spiele, wo man weiß, dass man was in der Welt getan hat. Also, dass man auch wirklich einen Unterschied sieht. Ich meine, klar, wenn das jetzt dafür ist, damit man halt mehr Geld machen kann oder so, dann ist das okay. Aber so grundsätzlich, nicht auf dieses Spiel jetzt bezogen, finde ich es halt immer besser, wenn in den Spielen was passiert und man sieht, dass halt was passiert. Wir gucken mal eben. Was machst du denn? Ah, da oben rechts war eine. Aber was bist du jetzt? Eine Kartoffel oder was? Moment, gucken wir mal. Nehmen wir dich mal mit. Zack. Sag mir nicht, der ist abgehauen. Oh, bist du das weiße Kaninchen? Gavion. Es soll in diesen Wäldern einen Pool geben. Hoffentlich finde ich ihn eines Tages. Ja, viel Glück dabei. Halt, stehen bleiben. Ich brauche dich. Ja, genau dich. Da oben konnte man jetzt aber einen Weg freiliegen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. So, da ich keine Ahnung habe, was das eine jetzt genau ist. Ich glaube, euch bewässere ich mal lieber hier. Was bist du denn jetzt schon wieder? Komm mal her. Ich kenne dich auch nicht. Aber trotzdem, komm mal her.
So. Nein, da oben. Genau. So, setzen wir dich dahin. Zack. Wir können auch noch mal kurz lesen, was eigentlich hier Sache ist. Hallo? Tutus Garten. Nachts Feldfrüchte anzuzaubern kann frustrierend sein. Hast du meine neuen Tageslichtsamen ausprobiert? Komm vorbei, um mehr Informationen zu erhalten. Ich will deine Samen nicht. Ich will das alles alleine machen. Ich muss Mama retten. So. Ich hab... Na, dafür brauche ich jetzt eine Spitzhacke, oder? Na, dafür brauche ich eine Spitzhacke. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob man da jetzt tatsächlich nach da oben weiterkommt. Was bist du denn schon wieder? Pandora! Oh, schlimmes Wort. Büchse der Pandora. Darf ich deine Farm mal besuchen? Ich möchte eine Sandburg bauen. Ja, mach du mal. Aber bitte nicht im Feld, ne? So, dich nehmen wir mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, was was ist. Ich glaube, du bist Mais. Ich behaupte einfach, du bist Mais und stell dich mit dazu. Wenn du anders aussiehst, ist nicht schlimm. Das ist ja wie beim hässlichen Entlein, ne? Du gehörst einfach mit dazu, auch wenn du was anderes bist. So. Dann. Zack. Jetzt müsste ich das ja eigentlich nochmal machen können, oder? Weil jetzt ist das links hochgegangen. Achso, ja. Natürlich erst, wenn die wieder erntebar sind, das ist klar. Hä? Das war doch jetzt keine Kombi, das war doch ein einfacher. Keine Ahnung. Okay. Dann. Ich dachte gerade schon. Oh nein, ich weiß, was das bedeutet. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, mir tun sie anscheinend nichts. Aber es kommt immer mehr hier irgendwie. Vielleicht sorgen die ja dafür. Das ist wie mit den kleinen Kerlchen, die meine Kleidung enger nähen. Vielleicht sind das die großen Kerlchen, die halt die Farm vermüllen wollen oder so. Die hier die Steine hinbauen. Das kann natürlich sein. Wenn auf meiner Farm so viele sind, dann gehe ich einfach in den Wald. Oh, hi. Dich nehme ich mit. Du siehst ein bisschen panisch aus, aber ist nicht schlimm. Wenn du in die Erde eingepflanzt wirst, dann wird es dir sicher wieder gut gehen gleich. Wenn ich denn irgendwo Erde habe, wo ich dich hinpflanzen kann, heißt das. Moment, hier links. Ich glaube, da ist Mais drin. Ich bin mir nicht sicher. Falls du überhaupt Mais bist. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Aber eigentlich müssten wir hier zur Incorporation kommen, oder nicht? Also quasi zu Sweet Baby Inc. Oder... Oh, was ist das denn hier? Ist das auch under construction? Hallo? Ich glaube, der Typ stand da hinten links. Nein. Helft euch doch. Ich will das aufheben. Und dann will ich den mitnehmen. So. Also ich würde sagen, es ist eine Kartoffel oder eine Rübe. Ich weiß es nicht. Der ist jetzt gerade so ein bisschen entsetzt. Da kann man es nicht so genau sehen. Och nein, jetzt blockier mir doch nicht den Weg hier. Ja, dann geh du nach links, dann warte ich rechts, dass du vorbei bist. Kann doch nicht einfach da rauskommen, wenn ich hier gerade was da reinbringen will. So. Ich glaube, du gehörst dahin. Ich bin mir aber nicht sicher. Das hier links ist dein neuer Partner. Den ich gerade getötet habe, glaube ich. Okay, ich gucke nochmal, ob ich einen neuen finde. Nein, ich bin schneller als du. Ich kenne das. Moment, wenn wir da oben jetzt links rumgehen, müsste doch dieser Typ kommen. Der hier. Sorry. Ja, ich habe Geld, aber trotzdem schade. Moment, kann ich da rum? Oh, das ist ja cool. Moment. Nehme ich das nämlich auch noch direkt mit. So. Und dich auch. Komm mit. Heieiei. Also wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wo die Demo jetzt hier aufhört. Ich habe so das Gefühl, ich habe das meiste jetzt schon hier erkundet. Hm.
Wo tue ich dich denn hin? Ich glaube, du könntest der Partner von dem hier werden. Nee, ich glaube, du warst was anderes, oder? Du siehst irgendwie so anders aus, aber na gut. Soll mir doch egal sein. So. Bumm, Baby. Ich habe schon wieder nichts hier. Oh. Aber die außergewöhnlichen finde ich halt nur im Wald. Hä? Ach, das ist dieses Grundstück. Ich kann hüpfen, das ist toll. Ich kann aber nicht draufklicken. Warum nicht? Ich will jetzt das Grundstück. Und zwar schnell. Na gut, gehen wir erstmal wieder... Gucken, ob wir noch irgendwas finden können. Sagen wir es mal so. Da war noch einer. Nee, das war ein Geist. Den können wir nicht mitnehmen. Okay. Ich bin aber ganz ehrlich, also nachdem ich einen Trailer gesehen hatte, war ich mir nicht so sicher, ob das... für mich persönlich jetzt was sein könnte. Ich glaube, die habe ich jetzt alle da in die Ecke gemacht, oder? Bist du auch so eine komische Kartoffel oder Rübe oder sowas? Aber ich finde es bisher ziemlich witzig gemacht. Ich finde es ziemlich cool. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht ein bisschen bemängeln würde, dass man nicht so genau weiß, was jetzt das Ziel... Also ja gut, das Ziel insgesamt schon, dass man halt seine Mutter befreien soll. Das ist klar. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie soll man die befreien? Also ich meine, müssen wir irgendwann genug Geld? Hat er mir genug Geld abgezogen und dann ist er zufrieden oder so? Oder liegt es an was anderem? Oder kann ich mich dann irgendwie so selbstständig machen, sage ich mal, mit der Farm, dass mir andere Leute helfen gegen den? So, Ausdauer ist auch gleich aus. Ich finde es auch ein bisschen, ja, schade in Anführungszeichen, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wie lange die Demo geht. Weil ich mache jetzt gerade... quasi immer das Gleiche. Ich habe natürlich auch Fortschritte. Kann ich noch irgendwas machen? Ah, da oben. Irgendwas, damit ich jetzt hier tot umkippe, wollte ich gerade sagen. Damit ich jetzt hier total müde werde. Oh, natürlich reicht das nicht aus. Da oben ist noch ein Stein. Gib mir den Stein. Beziehungsweise nimm dir den Stein. So, und jetzt kipp um. Nein, der ist immer noch nicht fertig. Ah! Oder kann ich den Tag auch beenden, indem ich ins Bett gehe? Moment, das probieren wir mal aus. Ah! Möchtest du schlafen gehen? Ja. Okay. 2852. Oh mein Gott, die Mitternachtsaubergine. Siehst du, ich hatte recht, das ist eine Aubergine. Die ist richtig teuer. Ich habe das Gefühl, die Auster hat irgendwie zugelegt. Ach, das eine war ein Radieschen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt... boah, fast 4000. Kann ich die Spitzhacke von kaufen? Das ist gut. Entfernt Unkraut auf deiner Farm. Ja, aber ich nehme erstmal, weil die Steine, die nerven mich unheimlich, die hier überall rumliegen. Mein großes Problem... links drücken für die Spitzhacke, ja. Oder auch nicht. Hä? Hallo? Hä, das kann ich nur bei den Kleinen machen, die ich sowieso aufheben kann? Was ist denn das für ein Quatsch? Hä? Moment. Setzen wir dich rein. Zack. Achso. Ja, klar. Ja, ja. Ich habe vergessen, dass es regnet. Natürlich wieder. Hallo, ihr müsstet eigentlich direkt wiederkommen.
Jetzt anscheinend nicht mehr. Ich weiß nicht. Jetzt mag er das nicht mehr. Ja, wieso kommen die nicht direkt wieder? Diamanten. Ich glaube, die Diamanten haben wir ganz am Anfang auch verkauft, ne? Das sind tolle Kombi. Okay, er macht keine Kombis mehr, obwohl wir diesen Stern haben. Ah, der eine ist jetzt weg. Sehr gut. Macht doch irgendwie nicht die Richtung, wo ich hingehe. Hm. Also den Unterschied verstehe ich noch nicht ganz. Also ich gucke halt nach oben, wenn über mir der Stein liegt. Oder ich gucke halt zur Seite, wenn rechts von mir der Stein liegt. Und er macht's. Achso, warum will ich jetzt die Einsen hier aufsammeln? Und er macht's aber nicht in die Richtung. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hier macht das zum Beispiel gar nicht, obwohl ich hier die Sterne, sage ich jetzt mal, hier aufgesammelt habe. Also voll habe. Fast voll habe. Aber das mit der Spitzhacke finde ich halt komisch. Kommen da dann noch mehr raus? Oder können wir vielleicht noch eine andere Spitzhacke kriegen, die dann größer ist? Die dann halt die anderen noch mit wegkriegt? Ich habe absolut keine Ahnung. Das Problem für mich ist jetzt, ich habe jetzt 1,5 Stunden Zeit gehabt. Ja, ein Viertelstunden ungefähr. Und ich muss eigentlich jetzt gleich, bin ich noch verabredet. Das heißt, ich kann auch nicht so lange aufnehmen. Das heißt, ich weiß aber nicht, wie lange diese Demo noch geht. Und das ist jetzt für mich natürlich ein kleines Desaster, weil ich gerne alles von der Demo zeigen möchte. Aber gut, wir haben jetzt schon 1 Stunde aufgenommen. Ich werde den Tag hier auf jeden Fall noch beenden. Ja, und wenn die Demo dann immer noch nicht zu Ende ist, dann sei es drum, weil, wie gesagt, in 10 Minuten muss ich fertig sein und ich muss mich noch fertig machen. Und, oder kann ich diese Dinger vielleicht nur von links machen? Moment. Also von links klappt das. Hm. Warum man es nicht von der anderen Seite aus macht, keine Ahnung. Okay, hier mal jetzt aber, glaube ich, alles durch, oder? Ach, die schon wieder. Das ist echt nervig. Ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Was seid ihr denn für komische Leute? Ach, hier kann man durch? Nee, nur ihr könnt durch. Sauerei! Ihr Schweine. Ey! Nein, geh nach oben. Boah, ist nicht dein Ernst. Ich konnte ihn nicht bewegen. Ja, ich würde sagen, da ist der Tag dann auch zu Ende. Das war jetzt nicht meine Absicht. 600, naja, fast 700 haben wir auf jeden Fall nochmal dazu bekommen. Ja, das mit dem Fliegen, das muss nicht unbedingt. Den finde ich eigentlich ganz cool, dass der die... Der war 3200. Bewässert deine Nutzpflanzen. Naja, ich spare mal auf 3200. Ich weiß halt nicht, ob der Fortschritt übernommen wird, wenn man das Spiel spielt. Aber wir sind jetzt... Wir haben jetzt 10 Tage, glaube ich, gespielt. Und ich denke mal, wir haben eine ganz gute Übersicht jetzt darüber, wie in etwa das Spiel ablaufen wird. Es ist auf jeden Fall wesentlich besser, das muss ich ganz ehrlich sagen, als das, was ich so in einem Trailer gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das noch kommen wird, weil im Trailer sah das so aus, als ob man mit denen irgendwie kämpfen muss. Also als ob dann irgendwelche Leute... Kann natürlich sein, dass man vielleicht die Geister auch bekämpfen kann später. Das wäre ganz cool, wenn man dann vielleicht auch was bekommen würde von denen oder so. Der Typ, der jetzt bei mir auf der Farm ist, da habe ich nämlich im Trailer gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, dass man den bekämpft. Oder vielleicht war es auch tatsächlich nur der Stern, also diese Szene. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf. Und da habe ich jetzt gedacht, das wird jetzt so ein Spiel, ja, wo halt viel Kampf dabei ist oder so. Aber da habe ich mich tatsächlich getäuscht. Also da täuscht der Trailer auch ein bisschen.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, da nochmal weitermachen zu können. Und ich würde auch gerne. Ich weiß nicht, ob ich da ein ganzes Let's Play von machen kann, weil wir sehr, sehr viele Sachen noch in der Liste drin stehen haben, die ich auf jeden Fall noch durchgehen muss. Und die ich auch durchgehen möchte, natürlich. Ich werde es auf jeden Fall aber privat spielen. Dann ein, also wenn es rauskommt, ne? Es ist noch nicht draußen, zurzeit ist nur die Demo draußen. Ich meine, es soll dieses Jahr noch rauskommen, stand da drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Wenn die Zeit reicht zu dem Zeitpunkt, werde ich auch ein Let's Play davon machen. Es wird auf jeden Fall einen Bericht geben in Indie Games Blog. Und dementsprechend natürlich auch ein Video, wo ich dann nochmal auf die einzelnen Details eingehen werde, was man denn alles machen kann hier im Spiel und so weiter und so fort. Und ja, schaut euch dann das Video gerne, wenn es soweit ist, wenn das Spiel draußen ist und ich das dann soweit aufnehmen konnte. Weil man muss natürlich immer einen gewissen Teil davon überhaupt aufgenommen haben, um eben was zu zeigen, das ist klar. Dann schaut euch das Video auch gerne auf indiegames.blog bzw. eben auf meiner YouTube-Seite indiegames.blog. YT, also für YouTube. Schaut es euch gerne an, bevor ihr es euch holt. Und dann könnt ihr euch gerne entscheiden, dass das Spiel toll ist. Nein, das ist natürlich eure Wahl, euch zu entscheiden, ob ihr das. Was heißt zu entscheiden? Also, es liegt natürlich an euch, ob ihr das mögt oder ob ihr das Ganze nicht mögt. Das ist ganz klar. Es wird hier schon wieder Nacht. Ich glaube, das heißt so viel wie ich soll nicht so viel reden, sondern ich sollte mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, ich denke, eine Stunde reicht erstmal. Ich würde gerne die ganze Demo durchspielen. Ich habe aber nicht gewusst, dass es so lange dauert, weil es hieß, es ist eigentlich nur kurze Demo. Naja, aber ich denke mal, wir haben so ziemlich alles festgestellt. Also konnten jetzt so ziemlich alles spielen. Vielleicht ist die Demo auch zu Ende, wenn man alle Karten einmal gekauft hat und dann da alles mal ausprobieren konnte. Aber man konnte ja gut auf den Karten eben lesen, was es hier noch so alles gibt und was noch dazukommen wird. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass noch ein bisschen Story vielleicht dazukommen wird, weil die einen oder anderen sagen ja auch ein bisschen was. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden uns wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Seid ihr jetzt schon total heiß drauf oder schaut ihr euch das erstmal noch an? Oder weiß ich nicht, könnt ihr da gar nichts mit anfangen oder irgendwas dazwischen? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!